Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Heute geht es los. Wohin, Mr. Dietz? Nach Böblingen. Richtig. Und was machen wir da, Mr. PPUV? Nass werden. Richtig. Der Mr. PPUV fährt mit dem Dallara Stradale und aktuell regnet es. Sollte also auf jeden... Ach du... Ja, sieht interessant aus. Sollte auf jeden Fall sehr lustig sein und auch wirklich cool aussehen, wie der Dallara durch den Regen fährt. Mr. Dietz und ich haben uns entschieden, dass wir nicht wegen dem Wetter oder so, aber gemütlich im 27 fahren. Wenn du möchtest, können wir auch das Dach aufmachen. Ja. Würdest du toll finden, oder? Das wäre solidarisch. Na, machen wir aber nicht. Du musst ja ausstechen. Aber gut, ich würde sagen, wir springen in die Autos und machen uns auf den Weg. Also meine Lieben, wir sind jetzt on the road. Es regnet eventuell ein bisschen. Vielleicht für PPUV gerade nicht ganz so geil, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber jetzt können wir mal rüber gucken. Weil es sieht so geil aus, wie die Aero das Wasser wegdrückt. Wie das da hinten verwirbelt. Das ist so unfassbar cool. Also ich finde sowas cool. Und ich glaube, so viel Wasser kriegt er da jetzt gar nicht rein, um ehrlich zu sein. Wollen wir jetzt mal gucken, wie happy er aussieht aktuell. Das Auto sieht so cool aus, ey. Aber ich glaube, beim Fahren ist es nicht so schlimm. Ja, jetzt beim Stehen. Wie das da unten an dem Diffusor das Wasser so teilt. Siehst du das? Ja. Das ist echt crazy. Es wird weniger Regen, was schon mal sehr gut ist. Der Dallara läuft. Das sieht einfach so unfassbar. Wie geil ist, guck mal, jetzt sieht man das gerade perfekt da bei den kleinen Ducktail, wie der Regen da so gebremst wird. Das ist krass, oder Timo? Ja, das ist echt faszinierend. Da denkt man sich echt, was andere Autohersteller falsch machen, ne? Definitiv. Aber ich meine, das ist halt auch eine andere Preisklasse, ne? Ja, aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, der Preis von Dallara ist mehr als gerechtfertigt, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal eventuell an der Tankstelle. Höchstwahrscheinlich. Ja. Tada, wir haben es tatsächlich geschafft zur Tankstelle. Machen ihn jetzt einmal voll, relativ teuer leider, 2,16 Euro. Aber okay. Ich glaube, der Dallara wird jetzt auch nochmal getankt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Let's see. So, Luis ist leider nicht da, deswegen kann ich euch PPUV nicht zeigen, da ich nicht so gut blurren kann. Aber wir können ja mal ein kurzes Status-Update bekommen, oder? Na, was wollt ihr denn? Wie war es mit dem Regen? Herrlich. Geil, oder? Gratis Dusche von Mutter Natur. Ja, von Mutter Natur, vor allen Dingen von dem... überholenden und vorfahrenden Autos, die dann immer das Wasser so hoch. Ein Träumchen, ne? Ja, das war sehr angenehm. Glaube ich dir. Aber gut, jetzt haben wir beide einen vollen Tank und ja, gutes Wetter. Das heißt, wir fahren mal weiter, oder? Ich würde sagen, ja. Let's go. Ja. Ready? Jawohl. Sehr schön. Ah, oh, schaut euch das an. Ein voller Tank. Geil, ey. Jetzt zeigt er wahrscheinlich noch an irgendwie 90 Kilometer Reichweite, aber das wird sich ändern. Jedes Mal das Gleiche, oder? Ja, also... Motorwald ergibt gleich Stau. Guck mal, da vorne ist so ein Alpha. Was ist denn da drin? Die sehen von der Seite sehen gleich aus, ne? Fällt mir gerade mal auf. Ja. Aber auf jeden Fall ein geiles Cool. Wir stehen jetzt erstmal ein bisschen im Stau, haben wir uns überlegt. Finden wir eigentlich auch ganz schön. Spannend, oder? Ja. Ist toll. Man muss ja sagen, bisher ging es ja echt recht gut. Stimmt. Bisschen Regen am Anfang und mittlerweile tatsächlich Sonne zwischendurch. 17 Grad. Also es könnte angenehm werden. Definitiv. Also man muss schon echt sagen, hatte Timo vorhin schon erwähnt, es ist hier viel geordneter, ne? Es ist vernünftiger hier. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier abläuft mit dem Parken und so. Es wäre gut, wenn wir reinkommen. Ich denke mal, sehr, aber es sind krass viele Menschen auf jeden Fall. Sehr viel los. Also es ist auch immer schwer, die Organisation, muss man sagen. Das ist echt nervig. Also ich hoffe mal, dass wir beide noch reinkommen. Ich sehe schon, wie in München, dass der Dallara reinkommt und wir beide draußen warten müssen. Wahrscheinlich. Servus. Fahren Sie ihm mal hinterher. Wir haben noch zwei, drei. Aber super. Wird schwierig. Ihr müsst euch einweisen lassen. Gell? Ich weiß nicht, wo gerade was frei ist. Alles klar, danke. Ist ja echt gut was los hier, ne? Ist echt gut was los. Vielleicht sollten wir echt mal überlegen, uns mal so anzumelden, wenn wir zu solchen Events kommen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Zumindest für einen Parkplatz. Ja, das wäre wahrscheinlich echt gar nicht so doof. Ja, Alex ist hier. Hallo, ich bin da, ja. schon crazy. Ist aber schön. Es ist so cool, was man den Leuten für eine Freude machen kann. Einfach mit dem Auto, ne? Ja, voll. Das ist echt krass. Und vor allen Dingen auch egal welches Alter. Ja, komplett egal. Das haben wir
kleine Carsporter-Gruppe, die hinterher rennt. Schon mal sehr, sehr gut ist. Oh, die schönen Tesla Supercharger, da würde ich mich ja gerne hinstellen. Das sind doch noch genug frei. Das geht! Das ist so geil! So, wenn du das Video schaust, du bist auf jeden Fall im Video. Glückwunsch! Die BMW-Truppen sind schon wieder am Start. Natürlich, die haben auch immer solche Spoiler hinten drauf, ne? Schon richtig krass. Aber Alter, ist das voll hier. Wir haben die LaFerrari Aperta und den normalen LaFerrari und den neuen Countach. Mega! Sehr cool! Es gibt hier noch jetzt eine Stufe. Tag der Herr! Na, alles klar? So schnell sieht man sich wieder! So schnell sieht man sich wieder! Wo wollt ihr hin? Wahrscheinlich hier rüber, ne? Keine Ahnung. Ich weiß, ich fahre ihm hinterher. Läuft gerade nicht so. Du hast ein Geschenk ja, für uns? Gib ihn schnell. Pass auf. Was ist denn hier los? Hast du mal hier auch einen Haupt? Oh, mega, vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Schon süß, oder? Ja. Das ist ein GTR. Wie geil. Das ist so ein GTR. Servus. Servus. Vielen, vielen Dank dir. Servus. Servus, es geht. Geil, geil. Es ist ein GT8, ich habe Ewigkeiten nach einem GT8-Modell gesucht. Sehr cool. Hey Alex! Also, du bist eine Legende. Eure neuen Videos habe ich schon angeschaut. Mega, mega, mega. Danke dir. Mega Abschnitt. Vielen, vielen lieben Dank dir. Oh, Nismo? GTA? Oh, der sieht böse aus, ja. Nismo ist immer geil. Hallöchen, mein Schatz. Haben wir die gleiche Jacke an? Ja, haben wir. Lala. Ja, finde ich aber auch gut so, dass wir jetzt bei Tesla parken, oder? Ja. Das hat auch alles Sinn. Oh. Ui, das war knapp. Das war auch sportlich, Pipiori. Aber der kennt seinen kleinen Dallara schon ganz gut. Dann packen wir mal ein. Ja, würde ich sagen. Und schauen dann mal rum, oder? Ja. Es ist sehr voll hier, ne? Hätte ich jetzt nicht so erwartet, du? Ich habe es dir vorher gesagt, dass du hast es vorher gesagt. Deutlich größer ist als München. Um 11 war es voll. Um 11 war es voll? Um 5 vor 10 hier. Ja. Was habe ich denn verloren? Ja, es ist schon echt krass, was hier los ist. Ne? Ja. Und Timo hatte vor einem guten Punkt, es ist ein bisschen organisierter als München. Die Spotter stehen perfekt schön an der Seite, ohne Stress. Aber das liegt natürlich auch an der Location. Ne? Die Zufahrt ist natürlich ziemlich ideal dafür gemacht. Also, und Lara kommt wieder gut an. Der Lara kommt auf jeden Fall wieder gut an. Ich würde sagen, wir gucken erstmal ein bisschen rum, damit wir wissen, wo was ist. Ne? Ja. Kannst du mal kurz unangenehm auf Güki filmen, bitte? Was freut es dich eigentlich? Oh. Wir haben heute gleich einen Jacke an, Güki und ich. Ja, komisch, ne? Beides Aston Martin für Kunden. Da bist du überhaupt nicht mit dem Aston Martin hier. Nee, aber ich dachte, weißt du, represent the brand und so. Ah, okay, das ist ja auch okay, ganz wichtig. Timo, du hübscher Mann. Ja, na, wir gucken erstmal drin hier so ein bisschen durch und haben gleich das Highlight gefunden. Direkt hier. Schöner GLA. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, das sind die US-Imports, ne? Würde ich mal sagen, von Rammstein, also von dem US-Pointer. Meinst du? Ja, hier, Rammstein Used Cars. Bumper-to-Bumper-Warranty, 24-Hour-Pickup. Das ist wirklich so krass. Das sind also komplett US-Cars. Aber lustig hier mit diesen Ami-Geschichten, das finde ich eigentlich ganz cool. Der sieht gut aus. Ah, ne, es ist ein V8 Vantage AMR. Noch nie so gesehen mit dem Kit. Das schaut jetzt auch nicht schlecht aus. Nö, 120. Einer von 223.000 Kilometer. Innenraum ist natürlich ein bisschen mutig, würde ich mal behaupten. Aber sonst? Not too bad, ne? Nee, Hat was. Wir sind jetzt im nächsten Gebäude. Und ich glaube, hier wird es ziemlich krass. Hier, die ganzen Ferraris. Es ist echt viel los, ne? Ja. Es ist echt viel los. Oh, schöner Defender. Auch sehr, sehr, sehr cool. Sowas bräuchten wir für Seven vs. Wild. Übrigens, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, dass wir Seven vs. Wild machen sollen. So, mit so, oh, mattweißer MC20. Geiles Auto. Aber auch hier, ne, so ein Buggy wäre auch was für dich, Timo. Dann kommen wir ein bisschen über die Dünen. Über die Dünen? Finde ich cool. Aber ich muss ja sagen, so vom ersten Eindruck hier, ja? Im Vergleich jetzt zu München, es schaut hier schon alles sehr baukastenmäßig in die Halle gesetzt aus. Das also nicht so schön integriert wie in München. Ja. Oh, neuer Gran Turismo. Das sieht neue. Sieht echt gut aus, ne? Also muss man jetzt mal kurz sagen, Hut ab Maserati. Das sieht schön aus. Aventador SVJ, Touracan Performante, Mulsanne und Urus Performante. Oh. In Verde Scandal. Boah, Enzo.
Das Ding sieht schon geil aus, ne? Ja. Das hat halt könnte aber Geschichte, ne? Distanzscheiben gebrauchen. Ja, mit dem Stance hatten sie es ja früher. Ja, das ist also Urus Performante hier. Alter. Das sieht böse aus. Oh, Squadra Corsa. Oh. Boah, da ist auch noch ein alter Kuntouch drin. Da oben sind auch noch zwei Urus Performante in schwarz. Oh, oh. Warum sind wir wohl hier? Sind wir richtig? Und Urus S auch noch? Krass, was hier abgeht, ey. Also, wir sind jetzt noch mal rausgegangen und werden mal kurz gucken, was hier noch so abgeht. Angeblich ist gerade ein Valkyrie angekommen und ich habe erst eine Martin-Jagana, also da muss ich wirklich mal vorbeigucken. Oh, hier gibt es Modellautos, auch gefährlich. So schnell für 1,18 Kollektor einkaufen gehen hier, ne? Können wir eigentlich machen, ne? Würde ich auch sagen, der wird sich freuen. Irgendwas Cooles steht hier bestimmt rum. So, ich habe mich jetzt einmal kurz vorgequetscht, jetzt können wir einmal kurz gucken. Echt geil in dem Mattgrau mit dem ganzen Carbon, rote Akzente. Es ist halt einfach wirklich kein richtiges Auto mehr. Brutal, einfach brutal das Ding. Für den Valkyrie muss ich leider wirklich sagen, waren wir einfach zu spät. Timo und ich entwickeln uns jetzt mal kurz zu Carspotter, ne? Ja, schau mal. Die POV kann leider nicht so viel dabei sein, weil er passt auf den Dallara auf. Das Problem ist einfach, das Ding so. Das sieht krass aus, das Teil, ne? Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Spoiler bin. Aber an sich so eine M8-Coupé mit dem Set in Schwarz sieht schon geil aus, finde ich. Hat was, ja. Definitiv. Jetzt mal gucken, was hier noch so passiert, was hier so kommt. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine riesen Ami-Ecke. Können vielleicht auch nochmal hin. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr, sehr laut wird. Und sehr lustig. Hast du eigentlich den Truck da gesehen? Den Monument-Truck. Ich weiß ja nicht. Die klingen halt nicht geil, ne? Und Wiesmann MF4. Wir bewegen uns mal weiter, vorbei an dem schönen DBX 707. Guck mal, was sonst noch so geht bei der Straße. Oh, oha, das wäre jetzt aber problematisch. War schöner 997 GT3, finde ich auch immer noch sehr cool. Sehr schön. Der ist aber wirklich auf Race-Spec, ne? Kompletter Cage. Oh, C63. Schöne Felge auch, muss ich sagen. Nicht schlecht. Ein Boxster GTS, 718 GTS, aber wollen wir rübergehen und mal gucken, was da so abgeht. So, weiter geht's hier. Die Audi-Ecke. Die Audi-Ecke, da fühlst du dich wieder gleich ganz wohl, ne? Ja. Was sagst du zu dem TT? Finde ich schon ziemlich geil. Also Performance-Parts. Ey, die sind so teuer. Ja, voll. Das ist halt echt krass. Ja, die Aston-Box ist auch cool hier. Mit dem Vantage drin. Hat was. Noch mehr Audi, noch mehr Audi, noch mehr Audi. Überall Audis. Hier ist noch ein Audi. Da ist noch ein Audi. Noch ein Audi. Noch ein Audi. Wo? Oh. Stimmt. Das ist aber mal legal. So, hier noch ein TT, der sieht gut aus. Der ist geil, ne? Der ist echt schön. muss man mögen. Ich persönlich finde das gar nicht so geil. Ich auch nicht. Aber ja gut, ne? Wer es mag, der mag's. Ist auf jeden Fall, dagegen sieht Rambo relativ klein aus, würde ich mal behaupten. Hier immer noch mehr Audis. Hier diese, wie heißen die eigentlich? Ah, Vanderhorst, genau, Vanderhorst. Ein paar Stück. Nach Ferrari, Maserati, alter Rolls Royce, Porsche, noch ein Audi. Das ist schon krass, was hier abgeht, ey. Pierre, hallo. Hallo. Wie geht's dir? Super. Das freut mich. Und dir? Ja, immer, wenn ich dich sehe, ne, geht's mir so gut. Aber du hast gesagt, du machst jetzt eine kleine Skizze vom Dallara. Jawohl, das war so ein Stift. Das wäre gut, ne? Ich habe gehört, ohne einen Stift kann man nicht zeichnen. Habe ich mir auch sagen lassen, aber Pierre, der kann das. Ja, Pierre, der kann auch ohne Stift. Ja. Also im verlässt Pierre das Haus und ohne Stifte. Ja, das wäre... Ui. Wo ist er denn, der gute Big? Der gute Big, genau. Den hätte ich auch gesucht. Ich brauche erst mal ein bisschen Zeit. Nee, kein Druck oder so. Kein Druck oder so. Jetzt bin ich echt ein bisschen gespannt, sag ich dir ganz ehrlich. Sollen wir vielleicht alle einmal wegrufen? Entschuldigung, Pierre. Können dann vielleicht auch, vielleicht sogar noch... Person davor im Vordergrund oder so? Ja, ja. Lass mal zu ihm hingehen, über Schulter gucken, das wird schon cool. Ich habe ja echt Respekt vor so Zeichnen und so, ne? Ja, warte bis zum Ende, dann hast du das nicht mehr, glaube ich. Achso. Wir verfolgen nur. Also, kleiner Zwischenstand. Das sieht schon mal gut aus. Bist du zufrieden bis jetzt? Nein, noch nicht. Die Leute standen noch davor. Noch mal ein kleines Update. Das sieht schon gut aus, mein Lieber. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Hast du Spaß, mein Lieber? Spaß, ja. Das ist echt ein Struggle hier im Stehen, das zu sketchen, echt.
Aber auf jeden Fall alle mal rüber hier auf PS Insta, ne? Herr Steffensen. Und dann schön folgen. Vielen Dank. Also, meine Lieben, das ist anscheinend nicht gut. Deswegen soll das eigentlich im Müll, aber wir behalten das und er malt jetzt nochmal neu. Der Typ hat echt einen Schaden, ne? Ja, es ist echt krass. Also ich meine, der zeichnet besser. Also seine schlechten Zeichnungen sind Welten besser als alles, was wir zeichnen können. Machen. Ja. Nicht nur zeichnen. Aber jetzt geht's aber los. Hier siehst du das? Jetzt hat er einen Schwung drin. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Aber schaut schon wieder anders hin. Ich glaube, der muss einfach ein bisschen warm werden. Ja, glaube ich auch. Wie so ein guter alter Diesel, ne? Wenn er warm ist, dann läuft er. Dann geht's aber vorwärts. Aber sowas von. Drehmoment. So, jetzt können wir zwischendurch auch nochmal selbst hier gucken. Hier geht eigentlich ganz gut was, muss ich sagen. 27 ist da, der Lara ist da, der einfach wirklich wunderschön aussieht. Ja, kommen gut an. Vor allem jetzt bei dem Wetter sieht das Auto schon wirklich sehr, sehr geil aus. Das ganze Carbon kommt raus. Wir müssen echt mehr mit dem Auto machen. Der muss einfach auf die Straße, muss mehr bewegt werden. Das ist einfach toll. Für die Leute, die das Auto noch nicht kennen, das ist unser Dallara Stradale Bacchetta. Richtig, richtig, richtig krasses Auto. Und einfach wunderschön, wie ich persönlich finde. Und das ist ja auch das Auto, welches der liebe Pär da hinten aktuell zeichnet. Na, Steffi? Na, Meister? Wie sieht's aus? Ja, bin erstellt. Es sieht schon echt krass aus. Oh, ist das eine neue Designstudie? Timo hat gesagt, das ist eine neue Küche. Oh. Nein, das sieht schon echt krass aus. Du bist schon echt krass drauf. Hat dir das jemand schon mal erzählt? Also ohne Witz, danke, ja. Ohne Witz, wie lange warst du jetzt da dran? 5 Minuten? Oi. Jetzt hat das Blatt Papier auch einen echten Wert, muss man sagen. Also Peer, danke. Ja, vielen Dank auch. Es hat mir Spaß gemacht, dass du mir auch so ein schönes Modell hier geliefert hast. Ja, ja, musste ja auch sein. Ne? Peer kommt aber bald mal in die Cave. Ja, sehr gerne. Das wäre sehr gut, dann können wir mal eine Challenge machen. Ein paar Bilder vorbei. Ja? Ich zeichne gegen dich. Und dann machen wir ein Drawing. Das finde ich geil. Also meine Lieben, Valkyrie kommt jetzt durch. Heftig das Ding, ne? Heftig. Mein persönliches Highlight kommt jetzt. Erste Martin Vantage GT8. DBX 707. Ich kenne den GT8-Fahrer eigentlich auch so halb, weil er in der GT8-Gruppe drin ist. Aber ey, geile Farbe auf jeden Fall. Aber der GT8, der ist ziemlich. Oh. Du musst mal GT8 fahren. Ja, das würde dich sehr freuen. Frage, hallo. Können wir mich in den Weg machen? Natürlich sehr gerne doch. Vielen Dank. Es ist wirklich mal krass, wenn man nach da hinten schaut. Es ist hier so unfassbar voll. Also Motorrad München ist echt Kindergarten, oder? Ja, also man kann es echt nicht vergleichen. Heftig. Helm sitzt. Sitzt der Helm? Die Frisur sitzt, ja. Die Frisur sitzt? Jawohl, wie immer. Sehr gut. Wir fahren jetzt los, oder? Würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also wir sehen gleich runter, ne? Und dann Abfahrt, hast du ein Sommerlimit? Leider nicht. Dann nimm mal die. Timo, wir müssen los. Jawohl. Dann. Und es ist sau warm in dem Auto. Lass uns erstmal lüften, würde ich sagen, oder? Ja, also let's go. Jetzt ist besser. Oh, jetzt ist besser, ja. Oh, die Klimaanlage tut einfach richtig gut. Das ist schön fresh. So, jetzt fahren wir mal los. Wir müssen wieder auch kurz zu Hucky the Truck gehen, meine Lieben. Was natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Huck ist immer Number One Priority. Aber es ist einfach krass, was hier an Leuten ist, oder? Ich wollte gerade sagen, also beziehungsweise ich wollte gerade fragen, wie du es so sagst, zum letzten Mal in München. Also, ich finde, man kann es nicht vergleichen. Nein, kann man auch nicht. Also, hier ist eine ganz andere Nummer. Ja. Ganz andere. Ah, da ist der Peer, da ist Steffi, da! Oh, hallo! Also was Peer kann, ist schon krass, ne? Ja, also gerade diese schnelle Zeichnung vom Dallara, das war ja übel. Ja, schön. Ja, passt doch. So, Revel und so werden wir nicht, denn unser Auto ist definitiv nicht laut genug. Aber das ist in Ordnung. Was wollt ihr jetzt? Wahrscheinlich stehen die da vorne. Ja, das kann natürlich gut sein. Ich meine, das ist natürlich klar bei so einem Event. Ja, das ist aber auch verständlich, dass dann die Polizei da ist, finde ich. Meine Lieben, es geht weiter Polizei. Aber der lächelt. Ich glaube, das ist auf nette Basis angelehnt. Aber ist natürlich nicht. Alles gar kein Problem, denn wir haben alles so, wie es sein soll.
Metern. So, ich kümmere mich mal kurz um die aktuelle Lage der Dinge. So. So schnell kann es gehen, ne? Jo. Wegen Kennzeichen ist ja vorne nur abgefahren. Alles kann ja auch passieren. Oh, ich krieg einen Sonnenbrand. Aber ja, wie gesagt, alles super nett, alles gut. Wir stehen hier schön und mal gucken, was jetzt noch kommt. So, alles sieht gut aus. Wir sind gleich hier fertig. Schön, oder? Ja, mal wieder. Also mal wieder. Also aktuell haben wir echt einen Run. Ich glaube, wir sind wieder schnell zurück nach Frankreich. Ja, wie gesagt, wir sind komplett auf der legalen Seite hier unterwegs. Wir haben nichts falsch gemacht, gar nichts getan. Deswegen, wir sind komplett entspannt und können deswegen auch ein bisschen filmen hier. Und ja, Hacke steht übrigens da hinten, aber wir kommen da nicht ran, weil die Autos eingeparkt sind. Deswegen machen wir uns gleich auf den Weg. Geschafft. Was war los? Bruff. Also, es verlief alles gut. Ich finde nur manchmal die Angehensweise von manchen Polizisten nicht gerade richtig. Habt ihr vielleicht gesehen im Nürburgring-Video, wie die an dem F1 Vantage vorne an den Rallye-Lichtern rumgerissen haben? Ja, stimmt. Die knallt da vorne gegen das Carbon von Dallara. Es ist jetzt egal, ob es ein Dallara ist oder ein Golf. Ist egal. Geht ums Prinzip. Sowas macht man nicht. Da sage ich dann auch was. Ist mir dann auch egal, ob das Polizei ist oder nicht. Und dann kommen die halt mit Argumenten, die ins Auto wird stillgelegt. Und echt nicht gesehen kann das Auto deswegen stillgelegt werden. Also das ist so ein Quatsch. Ja. Aber gut, wir lassen uns die Laune nämlich nicht verderben. Nein, weil... wir fahren jetzt weiter mit unseren neuen Kollegen der Polizei, die jetzt lustigerweise den gleichen Weg fahren. No. Schauen wir mal. Ist jetzt schon wieder ein gutes Thumbnail und Titel. Das freut mich jetzt schon wieder, ne? Das ist geil. Aber gut, mal gucken, was da ist. Nee, kein Stress sein, wir müssen das Auto jetzt vorführen, dass das alles legal ist. Ja, genau. Das passt schon. Es ist echt krass, ne, was hier los ist. Ja, es ist vor allen Dingen immer noch. Ja. Also wenn du überlegst, wir haben mittlerweile haben wir 3:30. Ja. Und es ist immer noch sau viel los. Ich würde sagen, nächstes Mal hier Böblingen treffen, wird natürlich jetzt ja mehrere kommen über den Sommer. Hoffentlich. Sollen wir mal ein bisschen Shutdown machen, ein paar Autos, oder? Ich glaube, dass das ziemlich gut kommen wird. Ja, nehmen wir mal den zweiten Dallara bis dahin auch mit und so weiter. Und dann Ende des Jahres wahrscheinlich den Senvo. Für Season Closing das den Senvo mitnehmen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Mal gucken, wie es geht. Aber es ist echt schön. Ich mag es einfach mit Autoleuten, weil alle haben die gleiche Passion. Alle sind glücklich, alle haben Spaß. Ja, und es waren auch alle wieder echt nett. Mega, mega. Also auch danke an alle, die mit denen wir geredet haben, muss man sagen. Mr. Dietz ist jetzt Ultrafilm, hat auch Bilder gemacht, muss man mal kurz sagen. Die stehen da sogar auf der Treppe. Ja. Oh, mein schwarzer Wind hat auch was. So, jetzt. Ich fahre jetzt durch. Wir gehören ins Team hier. Aber es ist echt krass auf der Treppe und so, ne? Heftig, 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 heftig. Aber echt cool. Also München ist echt eine andere Welt zu dem hier. Kann man nicht vergleichen. Nein, kann man echt nicht vergleichen. Man schaut, oh, wir schauen jetzt mal an hier. Wie viele Leute. Aber man muss auch sagen, das Wetter heute ist natürlich auch echt mega. Mega. Das ist echt gut. Ich habe Sonnenbrand. Definitiv gut, ja. Ich und Motorwelt ist immer Sonnenbrand. Danke dir. Wollen wir nochmal winken, unsere Freunden? Ja, winken mal. Können wir gerne machen. Das Grau auf dem M4 ist geil. Sieht so ein bisschen liquidy aus. Ja. Schön. Riecht sehr gut. Aber jetzt riecht es hier nach Gummi. Und du bist jetzt ja gewohnt, dass du im Ram da versunken bist, gefühlt. Ja, das war ja abartig. Danke an die Motorradfahrerin, sehr sympathisch. So, und die Menschenmasse geht einfach weiter. Absolut crazy, ey. Absolut crazy. Jetzt tut mir schon echt leid hier. Ja, es ist schon stark, so stark. Echt krass. Der ist komplett nass. Das ist gerade very rutschig hier für 27. Selbst wir sehen nichts. Nein. Selbst wir werden fast nass. Aber wie gesagt, gute Vorbereitung für Sandwich 2. Vielleicht gucken wir vorsichtig nach vorne kriegen können, ohne dass wir hier uns gleich wegdrehen. Aber das kriegen wir hin. Dann gucken wir den Statusbericht geben. Alles vom Reifen. Ja, alles sind wieder auf dem Kopf. Ne? Vorne, guck mal, das klatscht dem Bullen zu kriegen. Mhm. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ich glaube, er hat nicht mehr so viel Bock drauf. Nee. Ja, also gut, dass wir hier drin sitzen, ne? Nein. Wir hätten natürlich mit PPOV getauscht, hätte er gefragt. Aber die Sonne kommt doch, ist alles gut.
So, wir haben es geschafft. Beide Autos sind wieder in der Cave. Ich würde sagen, sobald PPOV ein bisschen trockener ist und auf Toilette war, geben wir euch noch mal ein kleines Fazit. Jetzt sitzen wir wieder zusammen in der Cave. Wie habt ihr denn diesen wunderschönen sonnigen Tag empfunden? Welchen sonnigen Tag? Ich bin glitschernass. Ja, okay, aber im Böbling war es Wetter gut. Ja, das stimmt. Sonnenbrand hier bekommen. Nicht gut. Also, wie war es für dich? In Böbling? Ja. War schön. Sehr, sehr schön. Wie fandest du mit der Polizei? Ja, so wie sie halt sind, ne? Ich habe mich schon aufgeregt. Nicht jeder. Aber das war wieder so eine Truppe, die einfach aus Prinzip Stress wollten. Ja, ist das Stress. Aber wie er am Ende noch gesagt hat, hier, fühlt ihr euch geärgert? Ja. Manche Kommentare kann man sich auch sparen lassen. Ja, er hat nur seine Arbeit gemacht. Ist alles gut. Easy peasy. Ja. Naja, auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, oder Mr. Dietz? Auf jeden Fall. Also auch im Vergleich zu München. Ganz krasser Unterschied. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, wir beenden jetzt dieses Video. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Einmal bei Mr. Dietz natürlich vorbeischauen. Danke für your support. Pierre Steffensen, Göki, Racer87, Mr. PPOV. Bei mir dürft ihr auch vorbeigucken, will zwar keiner, aber dürft ihr. Ja, deswegen danke fürs Zuschauen. Denkt dran, gerne ein Like da lassen, Glocke drücken, abonnieren, etwas kommentieren und das Video auch sehr gerne teilen. Tschüss, tschüss.